Am Samstag, dem 14. November, bot sich den Rammsteinern ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Ein aufgebauter Tante-Emma-Laden lud ein zum Einkaufen wie in den 50er Jahren zu Omas Zeiten. Zu sehen gab es schon auf dem Parkplatz den Oldtimer, welcher früher die Tante-Emma-Läden belieferte. In der Einkaufspassage gab es eine kleine, aber feine Auswahl an Produkten zu kaufen und auch zu bestaunen. Ich fragte beim Geschäftsführer Michael Jahrke nach, was sich im Laufe der Jahre geändert hat. Es ist natürlich heute sehr, sehr schwer geworden, in einem ja, großen Verbrauchermarkt, wie wir sind, mit 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche, einer ja, Stimmung oder ein Flair, wie zu Tante Emmas Zeiten, noch aufrechtzuerhalten. Aber ich sage jetzt mal, mit unserem Kundenservice, mit unserer Freundlichkeit, mit der Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter und dem Engagement, die wir ja, täglich eigentlich leisten, auf der Großfläche, hat der Kunde trotzdem das Gefühl, dass er gut aufgehoben ist, in einem guten Laden, ich möchte nicht als Tante-Emma-Laden bezeichnen, aber in einem guten Laden mit persönlicher Note, was eigentlich auch heute ja, in vielen Märkten verloren geht. Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt mit leckeren Schmalz- und Butterbroten oder einer traditionellen Kartoffelsuppe mit Wurst nach Omas Rezepten. Das ließen sich die Besucher im Geschäft nicht zweimal sagen und griffen beherzt zu. Apropos Tradition und Vergangenheit, nicht nur kulinarisch ist Rammstein auf den Beinen. Auch im Museum in Westrich gibt es aktuell noch bis Ende November eine Sonderausstellung mit vielen tollen Bildern und Fotos aus 100 Jahren Rammstein, vom Dorf zur Stadt im Zeitraffer zu sehen. Der Film- und Fotoclub Blende 78 hat zum Anlass des 800-jährigen Jubiläums von Rammstein-Miesenbach Bilder aus der Vergangenheit und der Gegenwart zusammengestellt. Dies und vieles Informatives mehr erwartet Sie bei einem Besuch im Museum. Kommen Sie einfach mal vorbei, es lohnt sich. Am Sonntag, dem 15. November, am Volkstrauertag, fand die Gedenkfeier am Ehrenmal an der katholischen St. Nikolauskirche in Rammstein statt. Gedenken wir der Opfer von Krieg und Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart. Wir gedenken heute auch der Toten und Verletzten der schrecklichen Terroranschläge von Paris. Betroffen und fassungslos trauern wir mit unseren französischen Freunden und mit den Angehörigen der Opfer. Wir gedenken deshalb der 10 Millionen Toten des Ersten Weltkrieges sowie der über 55 Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges. Wir gedenken heute der gefallenen Soldaten aus unserem Ort, aus Rammstein, die hier hinter uns auf dem Denkmal mit ihrem Namen niedergeschrieben sind. Wir gedenken auch der vielen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und wir gedenken derer, die bei oder infolge von Flucht und Vertreibung ihr Leben lassen mussten. Wir können durch die Erinnerung unsere Achtung vor den Toten zum Ausdruck bringen. Wenn wir in diesem Jahr auf unsere 800-jährige Geschichte hier in Rammstein zurückblicken, so ist es ein geradezu unfassbarer Segen,
dass wir seit mittlerweile 70 Jahren in Frieden leben. Noch nie gab es eine so lange Zeit der friedlichen Entwicklung. Dies haben wir nicht zuletzt dem steten Bemühen um Ausgleich, Verständnis und Freundschaft zwischen den Völkern bei uns in Europa zu verdanken. Nicht umsonst wurde der Europäischen Union 2012 der Friedensnobelpreis verliehen. Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo bewegender ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander am schlimmsten bewirken kann. Aber wie erfreulich anders ist die Lage heute im Vergleich zu früher, als noch die Rede vom Erbfeind die politische Diskussion bestimmte. Heute sind wir all unsere Nachbarn und Partnern in Freundschaft verbunden. Musikalisch mit dabei war der Musikverein aus Rammstein, der katholische Kirchenchor, der Männerchor von Rammstein-Miesenbach sowie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde, der DRK Ortsverband Rammstein sowie der Schütz- und Turnverein Rammstein und den Soldaten der Bundeswehr. Auch waren die Vertreter der amerikanisch-militärischen Gemeinde von der Airbase in Rammstein anwesend. Wie auch der Heimat- und Verkehrsverein Rammstein-Miesenbach und die Vertreter der Stadt Rammstein-Miesenbach. Nach den Ansprachen vom ersten Stadtbeigeordneten Ludwig Linzmeier und der nachdenklichen Rede von Anja Sachs, der Gemeindereferentin, wurden von den militärischen Vertretern der NATO-Staaten, die auf der Airbase in Rammstein stationiert sind, zusammen mit den Ländern aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn,
sowie von der Bundeswehr und der US Air Force, wie auch von der Stadt Rammstein, die Grenze niedergelegt zum Gedenken der Opfer. Auch am 46. Wochenende war wieder jede Menge los in Rammstein. So fand auch im Haus des Bürgers der vorweihnachtliche Kreativmarkt mit 70 Ausstellern statt. Werner Robte veranstaltete zusammen mit dem Förderverein Hospiz von der Verbandsgemeinde Rammstein-Miesenbach eine Tombola, deren Erlös dem Förderverein gutgeschrieben wurde. Marita Altair war zusammen mit Roswitha Hanus verantwortlich für die Gestaltung des 20. Kreativmarktes. Wenn man am Stand vorbeigekommen ist, vom Künstler mit dem Messingdrahtfiguren, da musste man schon stehen bleiben, um genauer hinzuschauen, um auch das kleinste Detail zu finden. Auch schön zu beobachten war, wie die Kreationen aus Holz hergestellt wurden, mit feinster Handarbeit. Aus Frankreich, Frankfurt sowie der großen Umgebung aus Rheinland-Pfalz kamen viele kreative Hobbykünstler nach Rammstein und präsentierten den vielen Besuchern eine große Vielfalt ihrer tollen Werke zum Probieren und Kaufen. Die Räumlichkeiten in und um die Wendelinushalle herum waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit vielen unterschiedlichen handwerklichen Ständen, mit Dekorationen, Geschenkeartikeln und vieles mehr wurde den Besuchern einiges geboten. Wer weihnachtliche Dekoration suchte, wurde schnell fündig und bekam auch hier eine reichliche Auswahl an Kerzen, Adventskränzen, Krippen und vieles mehr für zum Schmücken über die Tage. Auch kulinarisch war für jeden Gaumen und Geschmack etwas dabei, wie Essig, Likör, Sirup und verschiedene Brotaufstriche. Vielen interessanten auserwählten Inhabern konnte man auch bei der Arbeit zuschauen, wie das Werk entsteht. Auch fanden die Besucher viele unterschiedliche Geschenkeartikel, geeignet für jeden Geldbeutel, mit einer großen Kreativität dahinter. Der Duft von Zimtwaffeln verbreitete rasch weihnachtliche Stimmung unter den Besuchern und das Ambiente stimmte allemal auch. Es war einmal ein kleiner Bastelkreis, aus dem inzwischen der 20. Kreativmarkt entstanden ist, welcher zum Anlass des Jubiläums in diesem Jahre mit einer höheren Anzahl von Hobbykünstlern mit einer außergewöhnlichen und kreativen Auswahl ausgestellt wurde. Besonders schön und interessant zu beobachten war auch der künstlerische Karikaturmaler aus Homburg mit seinen Bildern. Ein tolles Bild, kann ich nur sagen, und ich bekam es sogar als Andenken höchstpersönlich signiert überreicht. Ja, liebe Zuschauer, liebe Rammsteiner, das war es schon wieder von mir von Rammstein TV. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen und wer nicht dabei sein konnte beim großen Festkommers am vergangenen Samstag, der darf sich auf meinem Film freuen, der in den nächsten 2 Wochen rauskommt zum großen Festkommers. 800 Jahre Rammstein. Bis dahin, macht es gut, bis demnächst.